Jemand was draußen, ich bin Sian von Ballsnipe und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute haben wir mal wieder Tops Now am Start. Also die On-Demand-Serie von Tops zur Fußball-Bundesliga. Eine K-zu-9-Saison habe ich mir bereits bestellt. Die ist auch schon angekommen, habe ich euch noch nicht gezeigt. Ich weiß nicht mal, ob es auf Instagram gezeigt hat. Und zwar von die Karte von Bas Dost von Eintracht Frankfurt natürlich. Natürlich werde ich auch dieses Jahr wieder alle Karten von Eintracht Frankfurt sammeln. Da habe ich sogar, da habe ich mehrere bestellt sogar. Eine davon habe ich auch schon unterschreiben lassen. Also, mir gefallen die Tops Now Karten richtig gut. Auch wenn sie vielleicht vom Design hätten, sie es vielleicht ein bisschen ändern können. Weil wenn sie jetzt jedes Jahr immer das gleiche Design von den Karten haben, ist vielleicht ein bisschen langweilig. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern wir haben hier eine fette Box und ähnlich wie letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich euch ja das Schalke-Set aus Versehen und das Eintracht-Set vorgestellt. Und zwar gab es ein Road to Kickoff, hieß es. Also ein Set vor der Saison. Da hatten die meisten Spieler hatten halt Trainingsklamotten aus der Saisonvorbereitung an und so weiter. Dieses Jahr habe ich lange Zeit gedacht, das gäbe es gar nicht mehr, weil letztes Jahr haben sie schon relativ früh vor dem Saisonbeginn rausgebracht und relativ. Ich glaube, am zweiten Spieltag oder so war dann das Set auch da. Also relativ früh. Diesmal hat es ein bisschen länger gedauert. Und diesmal war es ein bisschen anders. Sie hatten ein bisschen andere Teams. Leider hatten sie diesmal kein Eintracht Frankfurt, was ich finde, ich sehr, sehr schade fand. Besonders, wenn man gesehen hat, wie die anderen performt haben. Ich finde, bei diesen Tops Now-Karten, besonders diesen Kickoff-Serien, hätte Tops auf jeden Fall deutlich mehr oder bessere Werbung für machen können. Ich muss auch sagen, ich bin auch eher durch Zufall dieses Jahr drauf gestoßen. Und wenn ich mir die Printruns, also am Ende steht halt da, wie oft das Ganze bestellt wurde und so oft wurde es auch nur gedruckt. Und ich glaube zum Beispiel Wolfsburg gibt es, glaube ich, da gibt es 13 oder 14 Sets. Also wenn ihr davon eins habt, sind die Karten natürlich super limitiert, was natürlich auch cool ist. Aber ich muss persönlich sagen, ich hätte mir gerne ein Eintracht-Set gewünscht, auch wenn es ganz schlechter Print-Run wäre. Aber ich glaube, besser als die 14, 15 bei Wolfsburg wären es schon gewesen. Aber naja, hoffentlich gibt es ja nächstes Jahr irgendwie von allen Teams oder ein bisschen besser. Ja, ich weiß nicht. Aber weil ich dann doch alle Eintracht-Karten haben will von diesem Jahr, musste ich mir dieses Set hier kaufen. Musste ich dieses Set hier kaufen. Und zwar, was hat Tops gemacht? Das gab es letztes Jahr. Weiß ich gar nicht. Gab es letztes Jahr auch schon? Ich glaube schon. Und zwar gibt es ein Bundesliga-Set sozusagen. Bei den anderen Sets waren es immer 15 Karten. Hier waren es 18 Karten. Also 3 extra Karten für den gleichen Preis. Ich glaube, das Ganze hat 20 Euro gekostet. Wenn ich jetzt nicht falsch liege, 20 Euro. Also jetzt knapp 1 Euro pro Karte, finde ich, bei diesen Tops Now-Karten sogar okay. Wenn man denkt, die anderen Karten kosten, also von den Spieltagen kosten ja, glaube ich, sogar 7, 8 Euro oder noch mehr oder 10 Euro oder so. Und das ist jetzt die gleiche Qualität, alles genau perfekt so. Und ja, deswegen muss ich mir sozusagen dieses Set hier kaufen. Habe ich mir auch gerne gemacht. Ich liebe diese Karten, auch wenn ich jetzt 17 Karten natürlich habe, die ich jetzt nicht unbedingt in meiner Sammlung brauche. Deswegen, falls ihr auch Tops Now-Karten sammelt, habt vielleicht von dem Set nichts bekommen, nichts von gewusst, oder ihr habt vielleicht ein Set, weil das war nämlich, fand ich auch nicht so ganz klar, weil da stand halt 18 Karten, da stand irgendwie Bundesliga-Set und okay, man hätte sich denken können, 18 Karten, Bundesliga, 18 Teams, für jedem Team ein Dings, aber ich muss persönlich sagen, hätte es einen Tag gegeben, hätte ich wahrscheinlich dieses Set nicht gekauft und dann hätte ich eine Karte nicht bekommen, also ich weiß es nicht. Falls ihr also ein anderes Set habt und dann hier eine Karte dabei ist, die ihr noch nicht habt von eurem Verein oder ihr habt euer Verein, keine Ahnung, auf jeden Fall, ihr seht eine Karte, die ihr haben wollt, schreibt mich schnell an. Ich glaube, die anderen Karten werde ich alle verkaufen. Entweder halt, wenn sich welche von euch melden, relativ schnell, dann vielleicht an euch. Ansonsten vielleicht auf eBay oder über verschiedene Kontakte und Gruppen und so weiter. Denn ich sammle hier wirklich diese Eintracht-Karten und die anderen sind zwar auch cool, aber passen einfach nicht in meine Sammlung. So sehen sie also aus. Wir haben hier den Namen, unten wieder so eine kleine Beschreibung, Bundesliga-Logo, hier ein Datum. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist hier immer unterschiedlich. Hier ist wahrscheinlich von der Saisonvorbereitung hier Jonas Hector. Hinten gibt es dann noch einen kleinen Text. Hier das Logo, ihr seht diese Tops-Hologramme, das finde ich richtig nice gemacht, mit diesen Tops-Now-Karten immer. Und hier, also hier steht auch wieder was. Warte mal. Fans around the world. Also, die Rückseite
ist tatsächlich bei allen Teams gleich. Okay, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, es kommt eine Beschreibung zu jedem Team, aber ja, auf allen Karten, ich habe jetzt ganz kurz nachgeschaut, bei ein paar, ist der gleiche Text. Ihr könnt ja kurz stoppen, also auf Englisch ist ein US-Produkt, was aber auch im deutschen Shop erhältlich war. Ja, also ein Text, war dann wahrscheinlich doch ein bisschen zu viel Mühe, ich weiß nicht. Also ich hätte mir einen Text zu jedem Team gewünscht oder wenn dann kein Text, dann wenigstens eine Saisonstatistik zur letzten Saison oder so. Also das ist, glaube ich, nichts Großes. Das ist jetzt vielleicht auch wieder ein Manko, irgendwas, was ich anzuprangern habe. Also hier, Hector ist für Köln. Dann gibt es hier einige New Signings-Karten, glaube ich. Das ist die Karte, die, warum ich das Set gekauft habe. Und zwar Erik Durm von Eintracht Frankfurt als New Signing. Wenn wir nach hinten schauen, ihr könnt ja stoppen. Hier ist es einmal horizontal, einmal vertikal, aber es ist der gleiche Text. Ich habe mich schon gefragt, hier, wo hier auf einmal mit Eintracht Frankfurt Bremen und so angefangen wurde. Dann haben wir von Schalke Benito Raman. Dann Andre Duda ist der Spieler für die Hertha und ich finde es einfach persönlich cool. Hier diese New Signing Cards finde ich auch ganz nice, aber ich finde persönlich cool, dass es hier einfach Bilder aus dem Training gibt, aus der Saisonvorbereitung, weil das einfach Motive sind, die man sonst eigentlich bei keiner Serie wirklich sieht und wirklich findet. Und auch bei diesen Top-Snow-Karten finde ich das eigentlich eine coole Idee, dass halt vor der Saison hier so ein Set rauskommt. Es wäre halt cool, wenn es zu jedem Team gäbe oder zu mehr Teams oder wie auch immer. Aber ich finde es halt cool, dass hier Saisonvorbereitung und dann über die Saison bekommt man dann halt noch diese Momente aus der Saison sozusagen. Zu jedem Spieltag, da haben wir Niklas Füllkrug hier, New Signing für SV Werder Bremen. Also wir werden hier einmal Star Player in Training. Das sind anscheinend die zwei, ich weiß nicht, ob es mehrere gibt, aber es sind die zwei verschiedenen Typen sozusagen. New Signing und Star Player in Training. Ja. Dann haben wir New Signing Ilias Bebu für Hoffenheim. Dann haben wir Dongwung Ji, New Signing für Mainz. Also die meisten werden hier New Signings sein. Jonathan Schmid als New Signing für Freiburg. Für Aufsteiger Paderborn. Rising Star Sebastian Vasiliadis. Hier in diesem coolen gelben Trikot. Da finde ich auch richtig nice, dass sie hier dieses gelbe Trikot genommen haben. Finde ich richtig, richtig nice. Also hier auch ein paar Karten aus Vorbereitungsspielen wahrscheinlich. Wobei, wie gesagt, ich fände es eigentlich cool, wenn die halt alle so aus dem Training werden oder so. Dann haben wir Florian Niederlechner als New Signing für Augsburg. Dann Bernhard Tekpeti als Rising Star. Wobei der, glaube ich, auch ein New Signing ist. Ich glaube, den haben die halt jetzt fest verpflichtet von Schalke. Dann Neven Subotic hier aus dem Training. Timo Werner, Star Striker in Training. Also davor war Star Player, hier ist Star Striker. Weghorst Preseason Work. Also ein paar verschiedene Bezeichnungen haben sie da doch noch gefunden. Fabian Johnson in diesem auch richtig coolen grünen Trikot von Gladbach dieses Jahr. Preseason Match steht hier sogar dabei. Dann Jadon Sancho ist der Spieler für Dortmund. Ich habe die anderen Sets nicht gesehen. Also Tops hat immer so zwei, drei Bilder, glaube ich, immer für jedes Set gezeigt gehabt. Man hat nicht das ganze Set gesehen. Deswegen, falls ihr zum Beispiel Dortmund, Bayern, die haben ihr eigenes Set. Falls ihr das Set habt und vielleicht diese Karte in dem anderen Set auch drin ist, dann schreibt es mir in die Kommentare. Oder falls ihr es habt und die Karte nicht drin ist, dann schreibt es auch mal in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren, ob man sozusagen, wenn man das Set gekauft hat vom bestimmten Verein, ob man dann die Karten schon dazu bekommen hat oder ob man sich sozusagen theoretisch das Set hier auch noch dazu kaufen müsste. Dann haben wir New Signing Benjamin Pavard und Preseason Match Kai Havertz für Leverkusen. Also es sind 18 Karten von den 18 Teams. Ich persönlich finde diese Karten cool. Ich finde die Serie und das Konzept auch cool mit diesen Top-Snow-Karten. Auch die Qualität stimmt, muss man sagen. Hier, also die sind relativ dick und stabil. Haben so einen schönen Schein, also so einen glänzenden, so glossy Druck und hinten dann diese Tops. Folie. Ja, wie gesagt, ich finde es cool. Wie gesagt, außer die Durmkarte. Die Durmkarte werde ich natürlich jetzt auf jeden Fall behalten. Sonst hätte es für mich auch keinen Sinn gemacht. Aber falls ihr von den anderen Karten irgendeine gesehen habt, die von euren Lieblingsgruppe ist oder die ihr unbedingt haben wollt, schreibt uns auf Instagram, @buddiesunited. Und dann werden wir da schon zusammenkommen. Aber wie gesagt, am besten sofort, am besten so schnell wie möglich, denn sonst ist sie vielleicht schon weg an jemand anderen oder ich habe sie anders weitergegeben oder verkauft, wie auch immer. Das war es auf jeden Fall von mir. Wir sehen uns bald wieder hier bei Buddies United. Ciao.